Moin Moin Leute, Ahrensburg Alex. Wie immer hier, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Oldschool Zombies. Beim letzten Mal haben wir ja COD 4 gezockt und da habe ich ja schon gesagt, Black Ops 3 fehlt eigentlich noch, von daher sind wir hier perfekt. Dieser Roboter hier, das ist nicht irgendwie Crysis oder keine Ahnung, Apex Legends in 3000 Jahren. Nein, das ist tatsächlich Black Ops 4. Auch ein recht futuristisches COD, muss man sagen. Allerdings war das Movement für diese Boost-Jump-Games doch ziemlich geil. Es war auf jeden Fall das beste Boost-Jump-Game von COD. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es seit Ewigkeiten nicht mehr richtig gezockt. Ich bin zwar Level 300. Ich bin hier zwar Level 300, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, seit eigentlich Infinite Warfare auch rauskam, nicht mehr so viel Black Ops 3 online gespielt. Ich glaube auch allgemein war schon in der Black Ops 3-Zeit so ein bisschen meine Lust am Multiplayer ein bisschen verloren gegangen. Auf jeden Fall habe ich damals sehr, sehr viel gestreamt und eigentlich immer Multiplayer gespielt, sowie Zombie-Modus. Darum bin ich auch jetzt, ja, hier einmal Level 300, einmal Level 500. Ich habe sogar eben schon gesehen, meine ganzen Herausforderungen, ich habe schon 100% der Zombie-Sachen geschafft. Mehr Spiele habe ich halt auch wahrscheinlich versucht, irgendwie zwischenzeitlich auf 100% zu kommen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel schon geschafft. Ich bin ja ein bisschen stolz auf den alten Suchti, Alex. Mensch, du. Von daher, ich habe halt schon sehr viel Zeit in dem Game verbracht. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo meine Spielzeit sehen kann. 12 Tage Spielzeit und 10 Stunden schon ordentlich reingesuchtet. Jetzt, wo ich es auch selbst nochmal sehe, irgendwie schon ein bisschen krass, dass ich seitdem eigentlich gar nicht mehr so viel gespielt habe. Obwohl es halt auch wirklich eins mit der CODs ist, glaube ich, mit der meisten Spielzeit, aber lag halt auch viel mit am Streamen. Schreibt mir am besten mal rein, wie habt ihr Black Ops 3 so in Erinnerung? Ich habe auch in Erinnerung, dass ich eigentlich spawn und 2 Meter vor mir ist direkt ein Gegner, der mich holt. Aber schreibt mir mal eure Erinnerungen zu diesem Game rein. Wie fandet ihr es? Oh mein Gott, Alter, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, wirklich. Ich... Das Game ist auch so verschwitzt. Ich habe jetzt zuletzt Rainbow gespielt. Rainbow Six Siege habe ich jetzt im Stream immer so gezockt. Damit ihr Bescheid wisst, Leute. So, guckt bei mir auf Twitch vorbei. Seht ihr so Rainbow auch. Aber ich habe ein bisschen die Steuerung drauf von Rainbow. Jetzt wollte ich mich gerade selbst heilen. Aber ich habe gefühlt jedes Movement jetzt drauf von dem Spiel. Außer jetzt, glaube ich, Black Ops 3. Weil es halt echt so lange her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, moin. Er wusste natürlich schon, dass ich da durchkomme. Schon fleißig am Pre-Firen. Er hat mich schon gerochen. So laut ist sein Headset gedreht. Dauer-Konterdrohung gegen uns. 5000 Leute stehen schon wieder vor uns. Dieses Game ist halt wirklich der Inbegriff von unangenehm, finde ich. Online, von der Community her. Ich bleib mal hier oben, das wirkt einigermaßen sicher. Nope. Was? Ich muss auch sagen, das war ein Game, was zwar Spezialisten hatte, die aber jetzt nicht so extrem krass waren und so unfair, wie es halt in Black Ops 4 der Fall ist. So, ich versuche jetzt mal mit der M8 zu spielen. Ich habe absolut keinen Plan, welche Waffe ich hier nehmen soll. Ich bin halt echt ziemlich raus, was das hier angeht. Das Game zumindest. Vom Movement her spiele ich halt auch mittlerweile eigentlich nur Spiele, die nichts mit so Systemen zu tun haben. Ja, das nennt man aber hart veraimt. Das war einfach meine Schuld. Im Laufe des Gameplays werdet ihr erfahren, ob Alex heute Aim hat oder nicht. Ihr könnt ja jetzt mal raten. Habe ich heute Aim? Ha! Ja, habe ich. Hahaha! Der hat nicht gefunden, meine Rakete. So langsam werde ich warm. Kaboom! Ich hab Drohne. Alter, hier geht ja alles hoch, Mann. Oh mein Gott. Ach, Aim ist halt echt noch nicht da. Oh mein Gott, ich habe das viel zu spät realisiert, dass das ein Gegner ist. Easy, da oben ist noch einer drin. Oh, ich habe Angst, dass hinter mir gleich einer kommt. Hahaha! So, jetzt war er erstmal weg hier. Ah! Geht doch, wir haben ihn. In dem Game gab es halt auch einen Hater, was halt mega war. Hater und Raps. So, mein Setup ist eigentlich mega. Also das war halt ein richtig geiles Setup, fand ich. Rein von den Killstreaks her. Oh, und er holt mich schon wieder. Es ist immer dieselbe... Wir haben 20 zu 3 erreicht, also in der Lobby ging es denn doch.
an sich ein Game, was meistens sehr unangenehm ist, weil du oft extreme Schwitzer in diesem Game hast. Also Solo in dem Spiel spiele ich extrem ungern, auch jetzt irgendwie sehr ungern. Wobei Team Deathmatch geht halt wirklich noch Solo einigermaßen. Aber was ich auch irgendwie ein bisschen komisch finde in dem Spiel, dass viele Leute halt echt zufrieden waren wohl mit den Waffen und alles, wie das abgelaufen ist. Und dann irgendwie bei anderen Spielen rummeckern. Wobei hier das System halt richtig schlimm ist, wie ich finde. Du kannst es eigentlich nur, du kannst ja nur durch Kisten diese Waffen bekommen. Durch nichts anderes. Und ich glaube, eine Kiste zu erspielen dauert halt auch Ewigkeiten und ist nicht so nice. Ich glaube aber nicht so lange wie in Black Ops 3 dauert das. Ich meine, diese Dreieraufgabe, dann kriegt man so ein Waffenbrite, das gab es dann ab und an mal. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Aufgabe schon existiert, aber ihr seht, ich habe seitdem nicht viele Spiele gemacht. Dann gibt es halt noch wöchentliche Aufgaben, dann kriegst du dann für eine wöchentliche Aufgabe so viele Punkte als Belohnung, dass du dir ein Paket kaufen kannst. Als wöchentliche Aufgabe für 20 Siege. Jetzt wollte ich eigentlich den Spezialisten wechseln, aber ich habe halt komplett verplant, dass man den nur im Menü wechseln kann, weil ich den Annihilator einfach nicht wirklich eingesetzt habe oder einmal nur richtig eingesetzt habe, wollte ich jetzt eigentlich diese Punkte mitnehmen. Also ich weiß gar nicht, wie das heißt, Kampffokus oder sowas, dann kriegst du halt ein bisschen mehr Punkte in der Zeit, wenn du es aktiv hast. Ist ganz gut halt, um Streaks aufzubauen. Werde damit gerechnet. Dass mehr Punkte gut sind für Streaks. Erkenntnis des Jahres, würde ich sagen. Haben wir schon mal 3. Sogar Headshot mitgegeben. Da haben wir schon mal die... Drohne bereit für Befehle. Drohne bereit für Befehle. Drohne bereit für Pakete. Das war wirklich knapp. Der hat mir gut Hits gegeben, aber nicht genug. Nein, 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 nein. Es sind natürlich dann 2 auch zur selben Zeit. Nix da. Ich aktiviere mal jetzt den Annihilator einfach mal. Kann ich mich hier reingehen und so Einzelschuss alle weghauen? Doch, das ist doch sowas von klar gewesen. Der holt mich der mit dem Bot-Move mit am Ende wahrscheinlich sogar. Oh mein Gott! Prophet, ich liebe es! Spezialisten ist das Geilste, was es in Spielen gibt. Nein, aber damals muss man sagen, die Spezialisten waren jetzt nicht so heftig krass. Die waren schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber nicht so heftig. Krass nervig. Also Black Ops 3 hat wirklich die Spezialisten genommen und nochmal so komplett so, ja komm, geht den Leuten richtig auf den Sack mit draufgepackt. So ein. Ja, boah, er hat sich komplett verkämmt, der Ehrenmann. Schwarm, wirklich absolut schlimm, das Ding. Ja, er ist voll reingelaufen. Noch. Oh. Es wird wieder so viel geschwitzt. Oh, und dann warten die zu dritt da. Ich liebe dieses Spiel, Solo zu spielen. Call of Duty Solo ist einfach witzig, Junge. Das kannst du halt nur mit einem Team spielen, aber kein Mensch hat Bock auf dieses Spiel. Oh Gott. Die sitzen da zu zweit in dem Gang. Ey, wirklich, das kannst du doch keinem erzählen, dass das ein geiler Spielstil ist. Ey, ich habe letztens so 30er Streak gemacht. Ich habe mich in der Zeit 3 Meter bewegt. Das hat überall nur abgeaimt. Ach, da ist hinter mir auch schon wieder einer. Du hast hier einen Bruchteil von einer Sekunde Zeit in dieser Lobby. Die Leute schwitzen schon wieder um ihre Mutters Vorhaut, Alter. Ach, meine Fresse, Alter, bitte. Kann mir jemand in die Eier treten? Ich glaube, das ist angenehmer. Jetzt bitte nicht, wenn ihr mich wirklich auf der Straße seht, in die Eier treten. Also dann sitzt wirklich was. Gibt es eine dicke, fette Allmann-Anzeige. Zu zweit schon wieder da unten im Gang. Alter, wer spielt denn so? Ich liebe es, einfach in alte CODs zurückzugehen und mich einfach abfacken zu lassen. Yes, very nice. Auf jeden Fall, also now. Also alles, was es damals gab, ist immer noch da, was abgefuckt hat. Nur irgendwie fällt es einem halt jetzt deutlich mehr auf, weil die ganzen Leute, die normal gespielt haben, weitergezogen sind in andere Spiele. Da sind hier diese Schwarmdinger schon wieder. Wie viele sind hier denn? Man kann ja auch übertreiben. Ja, moin. Der GG. Noch ein. Immerhin gewinnen wir scheinbar die Runde. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe jetzt nur auf den Score geachtet. 26 zu 21.
keiner hat einer, okay, einer hat eine 2er-KD. Ansonsten ist das einfach so ein Hin und Her und oh, die Lobbys spielen sich so. Es geht weiter auf Combine. Es darf halt eigentlich nicht fehlen, Combine. Haben wir einen. Ich habe Combine nie so wirklich gemocht, muss ich sagen. Also ist halt gut, um Punkte zu machen, weil es eine relativ kleine Map ist. Zum Glück kein Nuketown. Also Nuketown ist ja wirklich die schlimmste Karte überhaupt. Och. Nein! 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 Er verkackt den Wurf der Splittergranate und ich renne im perfekten Moment rein. Der Tod war echt bitter. Ich glaube, ich kann direkt deinstallieren gehen. Ach Gott. Oh, da ist noch ein dritter. Und ich musste nachladen. Lohnt sich gar nicht, meinen Kampffokus einzusetzen, weil ich einfach nie auf Streaks gehe. Jawohl, dann haben wir den. Bedrohung neutralisiert. Ah! Wie ging das nochmal so? Nein, es kann doch nicht wahr sein, Mann! Ey, das ist wirklich Next Level Time Luck. Es kann wirklich nicht angehen. Die ganze Zeit ruhig, ich klicke erst die falsche Taste und dann in dem Moment, als ich natürlich alles richtig gemacht habe, kommt er um die Ecke. Nix da. Oh, da ist natürlich noch ein dritter. Die Hälfte des Teams hat sich in dieser kleinen Ecke befunden. Normalerweise kannst du halt auf dieser offenen Fläche nicht einen Bruchteil von einer Sekunde überleben gefühlt. Aber mein Team interessiert es natürlich wieder nicht. Aber wenn ich da gleich stehe, ich gehe hier. So, komm hier. 1, 2, 3, 4. Okay, da kommen schon 8 Granaten auf mich zugeflogen in der Zeit. Ich bin quasi nur später gestorben, weil die Granaten später explodieren. Was? Ein Schuss? Was? Ich wollte den Typ schlagen, den ich gerade angeschossen habe. Die Lobbys sind halt absolut unangenehm. Es ist halt wirklich die ganze Zeit nur so hin und her, hin und her, hin und her. Ich würde mal sagen, Leute, das war es erstmal von Black Ops 3 Multiplayer. Der Zombie-Modus ist absolute Sahne, aber ich Multiplayer, es ist halt einfach unangenehm zu spielen. Das Grundprinzip oder wie das Spiel sich spielen lässt, finde ich an sich gar nicht mal so schlimm. Also es gibt nicht so viele Sachen, die mega abfucken. Aber halt, es wird halt jede Runde um die Ehre der gesamten Familie und das Essen der nächsten 10 Generationen gespielt. Von daher ist es halt leider ein Spiel, wo du auch wenig verschnaufen kannst, nicht wirklich ruhig spielen kannst, sondern jede Millisekunde irgendwie dabei sein musst. Und das ist halt ein sehr anstrengendes Spiel für alte Leute wie mich. Mir ist es einfach zu viel Rumgefliege auf 10 verschiedenen Etagen. Pay-to-win-Waffen im Endeffekt, oder nicht direkt Pay-to-win, aber die Waffen sind halt schon stark, muss man sagen. Die MSMC Remake war sehr stark. Mich hat das Game anfangs gepackt, ich bin ja Level 300, aber ich weiß nicht, so ab Februar war bei mir komplett die Luft raus, was Multiplayer angeht. Ich glaube, seitdem habe ich auch nur vielleicht 50 Level gemacht. Also Februar 2017, quasi das Jahr, nachdem es rauskam. Quasi noch innerhalb des ersten Lebensjahres des Games, obwohl es halt ein Game war, was eigentlich sehr lange recht aktuell war, kann man sagen, was viele Leute sehen wollten. Aber dann bin ich doch eher bei Zombie geblieben. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall, Leute, das war es jetzt von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne hinzu. Wie habt ihr Black Ops 3 in Erinnerung? Was habt ihr gefeiert? Seid ihr Multiplayer-Spieler oder Zombie-Spieler gewesen? Viele sind natürlich noch von Zombie wahrscheinlich von damals da. Aber Leute, ich würde mal sagen, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis bald. Tschüssi.